Der zweite Teil in der Veranstaltungsreihe Stich um Stich anlässlich der 150 Jahre Stickerei in Vorarlberg präsentierte sich als ein dynamisches Format. Fünf Stationen stellten unterschiedliche Facetten der Stickereiwelt dar. Die Besucher durften sich im Glockenschlag von einer Vorstellung zur anderen leiten lassen. Wir hatten am heutigen Abend fünf Stationen, in denen wir jeweils eine Besonderheit aus der Stickerei erklärt haben oder Lieblingsstücke bei den Kleidern zum Beispiel. Also eine Station war Kleider und es waren Lieblingsstücke, Kleider von drei Frauen, ganz privaten Frauen, die haben die schon länger und die haben auch dazu erzählt. Eine Station war Nachsticken. Das Nachsticken ist eine Nähmaschine, mit der man Fehler, die der Stickautomat gemacht hat, ausbessert. Und das ist so eine Handarbeit, die man erlernen muss. Und wenn man es kann, ist es gut. Und ansonsten, ja, es ist nicht einfach. Eine andere Station dazu war diese Steinchenmaschine. Da werden Steinchen, Strasssteinchen auf die Stickerei geklebt. Aber natürlich kann man die auch auf einen anderen Stoff, auf alles kleben. Nur manche teure Stickereistoffe, die wünschen sich diese Strasssteine. Dann gab es noch diesen einen Stand mit den Mustern von verschiedenen Firmen aus Lustenau, die der Guntram präsentiert hat. Da sieht man dann auch die Vielfalt, die die Stickerei eigentlich hat. Und wir wollten auch einen Ausblick geben, dass auch die Stickerei immer noch lebt mit diesen technischen Textilien, als wir diesen Stand haben, wo die Inkontinenzmatte vorgestellt wurde. Da wird auf eine Matte draufgestickt und diese Matte merkt dann zum Beispiel, wenn der Patient, also der alte Mensch zum Beispiel im Bett entweder aufsteht oder hinausfällt oder hinein macht. Hier geht es um eine Auswahl von sechs Firmen, die mir freundlicherweise jeweils drei Muster zur Verfügung gestellt haben, die ihrerseits die besten Muster darstellen sollen und eine Leistungsschau der momentanen Stickerei zeigen sollen. Faszinierende Technik der Gegenwart und der Zukunft ließen die Stoffe und Augen glitzern. Lieblingsstücke darum als Thema für heute Abend, weil das Interesse am Thema Stickerei immer noch sehr stark ist und wir möchten den Besuchern einfach Einblicke in die Stickerei geben, was gibt es da, was gibt es immer noch, was gab es mal, und wir waren selber sehr gespannt, welche Themen wir da präsentieren dürfen und welche Präsentatoren wir finden für diesen Abend. Es war nicht so einfach, aber wir sind sehr erfreut über die Auswahl, die wir heute haben. Habe ich eine Lieblingsstation? Ja, habe ich. Es ist da, wo es glitzert. Ja, also ich bin immer noch sehr fasziniert von dieser Störlimaschine, sagt man in Lustenau, also der Steinesetzmaschine, was man da alles machen kann und das ist, ja, was man also damit machen kann. Sie tragen auch ein gesticktes Kleid. Ja. Können Sie darüber ein bisschen was sagen? Das Kleid ist schon etwas älter, hat auch Steine oben. Es ist Afrika-Stickerei, weil Afrika ist immer noch ein Markt für die Vorarlberger Stickereiwirtschaft. Und hat Oskar Hämmerle. Also die Stickerei kommt von Oskar Hämmerle. An Lustenau. Das Kleiddesign ist aus meinem Kopf. Meine Mutter hat es genäht. Ob Lieblingskleider, Lieblingstechnik oder Lieblingsgeschichten, die allgegenwärtige Stickerei hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Menschen und die Gesellschaft in Vorarlberg.